Dieses Brot hört sich nicht nur gut an, sondern es war auch extrem lecker. Und es ist für die Bequemen unter euch, weil das so gut wie keine Arbeit ist. Wir starten mit Wasser zusammen mit 10 Gramm Hefe. Die habe ich einfach bei 37 Grad zusammen vermengt. Kannst du von Hand machen, brauchst du keinen Thermomix. Als nächstes nehmen wir 50 Gramm feine Haferflocken. Einfach da in den Mix rein. Genauso wie 200 Gramm Weizenmehl 550er und 200 Gramm Dinkelmehl 630er. Ist also ein kleines, niedliches 400 Gramm Brot. Salz darf bei einem guten Brot nicht fehlen, genauso wie ein Teelöffel Honig. Und dann sind wir mit den Zutaten schon durch. Also echt easy peasy. Das Ganze wird zusammengeknetet, ungefähr 3 Minuten. Und dann sieht das so aus. Jetzt lassen wir die Hefe ihre Magie machen. Das Ganze wird 1 Stunde abgedeckt und dann hat sich der Teig echt richtig schön verdoppelt. Ach, sieht einfach schon so gut aus. Du kennst das, die Backmatte, keine dreckigen Hände, einfach zack, zack, zack. Und was ich dieses Mal gemacht habe, ich habe extrem eingemehlt. Ich wollte so eine Hausbrotkrustenoptik haben. Deswegen sieht mein Brot jetzt hier auch so ein bisschen komisch aus. Wenn du das nicht haben möchtest, das ist ja der Schluss, setz den einfach nach unten, dann hast du oben eine glatte Kante und dann kannst du das nochmal einschneiden. Aber wenn du eben diesen Schluss so nach oben machst, dann kriegst du diesen Hausbroteffekt. Dann stellen wir das Ganze in den nicht vorgeheizten Backofen und backen das ungefähr 55 Minuten und dann kam das hier raus. Und wenn dir schon das Brot für bequeme Leute gut gefällt, dann mach dich unbedingt auch mal daran, das Brot für Faule zu gucken. Das habe ich dir hier verlinkt.